Das Wintergrillen 2020, präsentiert von FRMTV und Expert in Freital und Pirna. Ja, die Dipser Kirchturmuhr läutet das Wintergrillen 2020 ein. Das wird ein Wintergrill-Jahrzehnt, kann ich nur sagen. Und in diesem Jahr dabei sind, im Hintergrund sehen Sie schon, der Dipser Faschingsverein, der Vorjahressieger und der Vorvorjahressieger. Also Sie haben schon 600 Euro Einkaufsgutschein von Expert abgeräumt und weiterhin um den 300 Euro Gutschein von Expert kämpfen in diesem Jahr die Elferräte von Ruppendorf, Possendorf und Reichstätt. Es wird spannend, wir haben alles vorbereitet, die Würste sind da, die Leute sind da, es fehlt nur eins, der Winter. Wir hoffen, er kommt noch und eventuell könnten diese Frühlingstemperaturen den Dipsern heute wieder in die Karten spielen, denn, wie gesagt, sie sind auf jeden Fall einer der besten Teams, die es gibt beim Wintergrillen. Und ich begrüße euch ganz herzlich als Titelträger des Vorjahres und vielleicht auch als neuer Titelträger, das werden wir mal sehen. Und in Dips begrüßt man sich bei der närrischen Zeit oder in der närrischen Zeit wie... Wir begrüßen das FRM mit einem dreifachen Dips! Hello! Dips! Hello! Dips! Hello! Ja, heute mit ganz großer Besetzung aufmarschiert und ich möchte Ihnen oder euch jetzt noch schnell die Spielregel erklären. Im Großen und Ganzen ist alles gleich geblieben. Ihr müsst, ich mach mal den Koffer auf, hier sind die Würste drin, hier ist die Grillzange. Ihr müsst die Würste, also mindestens 3 auf 70 Grad Kerntemperatur grillen. Dieses Mal, aufgrund der CO2-Belastung, haben wir die Brennpaste drastisch eingeschränkt und 5 Milliliter gibt es für jedes Team. Man kann natürlich nachordern, aber das gibt dann wieder Minuspunkte bzw. Minusminuten oder Sekunden. Dann muss dieser Grill, wie gesagt, dann muss das geöffnet werden. Die Grillkohle ist schon drin. Und bevor alles losgeht, gibt es natürlich noch ein anderes Spiel. Wir haben unser Geldzählspiel ebenfalls eingestellt, weil, wie ich habe es ja schon mal gesagt, Bargeld langsam uninteressant wird. Und wir sind wieder auf die guten alten Duden gekommen. Ihr müsst ein Wort heraussuchen, was ich euch gleich zeige. So schnell wie möglich suchen. Und wenn das Wort da ist, du mir die Seite sagst, du bist die, ich sag's nochmal für die Leute, die da wissen. Ich bin die Esther. Die Esther, genau. Das sagst du dann in der Mitte, rechts oder links und dann legt ihr los. Wir haben das ja im Vorfeld schon besprochen. Es gibt irgendwelche Fragen noch? Seid ihr alle bestens informiert? Ja. So, das wollte ich hören. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, starten wir Grill, Wintergrillen 2020. Die erste beim Dipser Faschingsverein 1992 e.V. Ist das richtig? Richtig. Richtig. So, die Uhr steht dort. Und jetzt, sobald ich das Wort der Esther zeige, geht's los. Also, liebe Esther, bist du bereit? Jawohl. Du suchst heute das Wort Restriktion. Restriktion. Wie soll ich das finden, wenn du es nicht mal aussprichst? Hier. Restriktion. Seite steht 389, mittlere Spalte rechts. Wie ist denn das möglich so schnell? Richtig! Und jetzt, Mann, in 22 Sekunden, wie hast du denn das gemacht jetzt? Tja, Profi. Weißt du, wo Restriktion steht? Und was bedeutet das? Ich hab's dir vorher aufgeschrieben. Beschränkung, Einschränkung. Ja, so, und jetzt meine Herren. Ja, die Kanüle, man sollte nicht... Feuerzeug her. So, jetzt werden die 5 Milliliter Brennpaste einfach reingetan. Anzünden. Dann natürlich den Lüfter nicht vergessen, ne? So, Mensch, die ist gerade eine Minute und die Brennpaste ist aus, oder? Ja, es war ein bisschen zeitig, die muss erst mal kurz anbrennen. So, also bis jetzt seid ihr schon wieder unglaublich schnell. Auch beim Bier trinken hier unser Sponsorpartner Feldschlösschen. Wir müssen bald den 5. Kasten holen, das ist ja nicht zu fassen. Was machst du, wenn die Kästen holst? So. Okay. Wirst du drauf? Ja? So, und das jetzt würde ich noch ganz schnell das Grillteam vorstellen. Heute für den Dipser Faschingsverein grillen der... Der Belli. Der... Felix. Und der... Uwe. Der Uwe ist der... Präsident. Oh, richtig. Sollte man natürlich nicht vergessen, sonst gibt es Ärger. So, also wie gesagt, es sind 20 Würste. Ihr könnt
alle drauflegen, ihr könnt 10 drauflegen, aber mindestens 3. Mindestens 3. Mindestens 3. Und die, wie gesagt, müssen eine mindestens 30 Grad Kerntemperatur haben. Die essen es ja sowieso alles selber, also sind die Finger völlig egal. Fünf, macht ein bisschen hin hier! Eins! Lass. So, während im Hintergrund fleißig gegrillt wird, wollen wir natürlich auch mal den Tipser Faschingsverein ein bisschen beleuchten, und zwar das Programm 2020. Ich hoffe mal sehr, ihr seid schon am Proben, aber es ist wenigstens geschrieben. Das Programm ist fertig geschrieben. Wir könnten praktisch anfangen. Aber wir lassen uns selbstverständlich Zeit. So, da wollen wir natürlich den Leuten mal draußen sagen, das Motto Konfetti leer bei der Bundeswehr. Faschingsauftakt, der war ja schon spektakulär. Was habt ihr euch denn so ausgedacht? Darf man schon mal so kurz hineingucken ins Programm? Also so wie ich gehört habe von der Programmgruppe, wird es einen Fuchsbau geben. Fuchsbau, Stubendurchgang, Generalwechsel. Aber mehr will ich nicht sagen. Also Fuchsbau, das ist die Übungsstrecke, die sportliche Übungsstrecke damals? Auf allen Vieren. Auf allen Vieren und im Dunkeln. Ja, er grinst in sich hinein. Viel mehr werden sie nicht, aber wir wollen auf jeden Fall nochmal die Termine sagen. Am 22.02. geht's los. Jawohl. Am Dienstag vor Fasching. Ist das? Das ist am... Am Samstag, entschuldigt. Am Samstag, den 22. vor Fasching. Rosenmontag wäre dann der 24. Ja. Ja. Und spektakulär auch der 25. der Kinderfasching. Ja. Immer das Beste. Sehr gut besucht, zahlenmäßig das meiste. Da haben wir seit 3 Jahren die meisten Besucher. Und wenn ich das gleich mal sagen darf, beim letzten Mal, am 11.11., den wir am 9.11. ja gefeiert haben. Ja. Wahnsinnig gutes Publikum. Wahnsinnig gute Stimmung. Es war sowas, genau, dass alle, die da waren, wieder bei uns erscheinen. Das wäre das Beste. Ihr habt ja auch am 11.11. nun die Stadtkasse übernommen. Hast du mal gezählt, Uwe? Weißt du, was da drin ist? Nie viel. Nie viel? Mm-mm. Traurig, oder? Ja. Deswegen müsst ihr jetzt was da tun, dass ihr eventuell den Einkaufsgutschein von Expert bekommt. Und jetzt gucken wir mal, was denn hier an der Wurstfront passiert, wenn ich mal diesen Bundeswehr-Ausbruch... Nicht viel. Wir sind bei 7,24. Das dabei. Ist es, die Stadtkasse. Ist das noch zu schaffen? Ja. Nee. Ich gehe von aus, doch. Ja, wir sind optimistisch. Ihr seid optimistisch? Naja, dann gucken wir mal. Jetzt haben wir es knapp 8 Minuten. Das ist wirklich, das wird schon kompliziert. Aber wir haben ja auch einige Sachen eingebaut, die das Ganze ein bisschen verkomplizieren. 300 Euro bekommt man nicht einfach so geschenkt. Da muss man schon was tun. Muss nicht immer noch haben. Ja. Ne? Komm rum. Prima, ne? Bacardi rum. Ja, wir tun doch gerne andere mal gewinnen lassen. Ja. Ja. Na gut, die anderen haben ja dieselben Verhältnisse jetzt dann, ne? Die haben jetzt den Bus schon bestellt. Können wir vom Bus mit dem Bus was sagen. So, jetzt geht es natürlich noch mal zu dem Thema Funkengarde. Was kann man denn von euch erwarten in der Saison 2020? Also wir sind natürlich straff im Training, wie jedes Jahr, und es dürfen alle gespannt sein. Wir geben natürlich immer wieder unser Bestes und freuen uns auf zahlreiche Gäste. Ich denke, es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Was ist denn musikalisch bei euch, Leute? Das steht nirgendwo auf dem Programm drauf. Ihr habt ein Disco oder Band oder was ist bei euch? Ja, wir haben Disco. Ein DJ. Quasi ein DJ. Genau. Ein sehr guten DJ. Da gucken wir jetzt mal, wenn sich die Damen schon mal so aufgereiht haben hier auf dem Bänkchen. Auf was freut ihr euch besonders beim Fasching in diesem Jahr? Auf alles, auf gute Stimmung. Ah, das zahlreiche Leute. Und Party. Richtig. In diesem Sinne gucken wir mal, ob die Party noch ein bisschen größer wird. Eventuell mit 300 Euro Einkaufsgutschein. Aber wenn Fasching, wenn der Faschingstag ist, da ist ja das Ganze, die Grillwette noch schon durch. Da wissen wir es ja dann. Ne? Aber es duftet, merkst du schon, es riecht schon ein bisschen brenzlig. Wie sieht es aus bei euch? Oh, es brennt. Es kommt Farbe. Schon mal messen? Aktuelle Information, und zwar geht es um den Umzug in Geising, genau. Wo ja die Dips immer mit dabei sind, und es gibt ja auch immer ein Büslein, was dorthin fährt, und auch in diesem Jahr. Aber was ist das Besondere? Dieses Jahr ist genau dieser Umzug eine Woche eher, also nicht vor dem Rosenmontag, sondern eine Woche eher am 16. fahren wir nach Geising, und hier ab der Parksäle fährt ein Sonderbus von uns. Und wer da gerne mitfahren möchte, kann da mit dabei sein. Der wird dann so gegen 18 Uhr wieder in Geising abfahren und hier ankommen. Wollt ihr mich da verarschen hier?
38, hallo? Ja, was? Ja, das ist aber ein Witz. Sind schon 10 drüber jetzt? Kann ja nochmal die nehmen hier. Nimm mal die, genau. Hier. Ja, nee, das waren gerade mal 40 und jetzt wird es immer weniger. 36, 70. Und das 70. Funktioniert, habt ihr das? 70. Nee, so heiß will ich sie nicht essen. Richtig, doch nicht so. Ja, doch, die müssen ja mal warm werden. Eben. Hat meiner Fieberthermometer mit? So, diesem Jahr, so einfach ist es scheinbar doch nicht durch unsere kleinen Fallstricke, die wir hier eingebaut haben. Die Zeit vom letzten Jahr ist schon längst drüber, eine Minute sind wir schon drüber und die Dipser sind immer noch irgendwo bei 40 Grad bei der Wursttemperatur. Aber wir können ja nochmal, vielleicht bei diesen dunklen Herren her, nochmal kurz nachgucken. Nein, also jetzt steigt es erstmal auf jeden Fall. Oh, hier, wollen wir hier nochmal schnell? Ach, die ist von der einen Seite schwarz. Nimm mal die Kohle. Guck noch rein. Ja, guck noch rein, genau, guck noch rein. Hier, guck jetzt wird langsam. So, jetzt brauchen wir. So, jetzt haben wir natürlich eine Wurst gefunden, die nicht ganz appetitlich aussieht, weil etwas verschwärzt, aber das macht nichts. Essen müssen wir sie nicht. So, 67, 3 Grad, das schaffen wir jetzt in kürzester Zeit. Es geht nach oben, es geht nach oben. Nee, das ist wir haben, nee. Für mich, ja. Was? 67. Oh. Ah, es ist. Habt ihr alles vorbereitet? Brötchen? Also, ihr müsst, ihr müsst die drei Semmeln auch wirklich essen, ne? Ja, so, jetzt geht's gleich los bei 15. Und. Ja, bei 16 Minuten geht's ab. Und. Mensch, jetzt geht's mal zurück. Ach, die Wurst macht spannend. Und jetzt geht's los. Drei Würste müssen gegessen werden. Bei, ja. Bei 16 Minuten kann man sagen, und jetzt kommt es darauf an, was die Herren hier schaffen, was sie sich. Nochmal weiter. Also hier haben wir ja einen gefunden. So. Also ich denke, wenn ich das so sehe, werden wir dasselbe Problem haben wie im letzten Jahr, dass der Präsident der Letzte ist beim Essen. Ja, ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern. So, ihr müsst dann, sobald es runter ist, Mund auf. Ich glaube, der Erste ist gleich fertig. In, was ist denn jetzt? Die Wurst reingefallen. Oh, nee. Fertig, Erste fertig. Aber und das Brötchen muss auch weg, mein Guter, ne? Das weißt du ja. Kennst du dich, kein Problem, ne? Wenn du so langsam bist. Fertig, Nummer 2 und jetzt natürlich wieder der Präsident. Ein Radio. Schließ. Einmal weiterdrehen, bitte. So, hast du dann. 17, 14. Achso, wegen der Vorbedienung. Wo ist die Vorbedienung? Scheiße. Das geht hier, ne? Das kriegst du nicht gleich so runter. So. Und. Ganz ist das Glück hier. Oh, Mensch. Ach, hier ist ja noch was. Soll ich's essen oder was? So, jetzt noch abtupfen. So, Uhr läuft immer noch. 18:15 haben wir jetzt. Ah. Okay, 18:25:30, das ist die Zeit, die die Dipser vorgeben 2020. So, und jetzt gibt es natürlich noch eine Besonderheit in diesem Jahr, und zwar geht der Beitrag von den Dipsern am 13.01. 12 Uhr auf Sendung bei Facebook. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer oder die Facebook-User haben bis zum 16.01., also genau 3 Tage Zeit, auch 12 Uhr, diesen Beitrag zu teilen. Und der Verein, der diesen Beitrag oder der am meisten geteilt wurde, bekommt im Nachhinein eine Zeitgutschrift von 30 Sekunden. Also, das ist noch alles offen. Auf jeden Fall heute sowieso. Wir werden sehen, was diese Zeit überhaupt bedeutet. 18:25, 30, ist es gut, ist es schlecht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bei frühlingshaften Temperaturen. Und nächste Woche sehen wir uns dann beim Elferrad Ruppendorf. Die haben schon ein halbes Jahr lang geprobt, geübt und gegrillt wie die Verrückten. Mal sehen, ob sie in diesem Jahr den Dipsern den Titel abjagen können. Also nächste Woche wieder Wintergrillen bei FM TV und Expert. In diesem Sinne, tschüss, bis nächste Woche. Das
Das Wintergrillen 2020, präsentiert von FRM TV und Expert in Freital und Pirna.